Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Mittwoch, den 13.08.2014. 12.02 Uhr ist es ganz genau. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der DAX startet heute ein wenig stärker. Wir hatten gestern einen Tagesschlusskurs bei 9.080 Punkten und jetzt pendeln wir aktuell so im Bereich der 9.175er Marke rum. Die übergeordnete Lage hat sich wenig verändert. Es gibt drei markante Zonen, die für die kurzfristigen Anleger hier im Fokus stehen. Das ist zum einen auf der Unterseite die 8.900er Marke. Wichtiges Wochentief, daran konnten wir uns auch letztendlich stabilisieren und hier die kleine Erholung einleiten, die momentan noch sehr moderat ausfällt. Bricht diese 8.9, kann es schnell in den Bereich von 8.4 oder 8.1 gehen. Widerstände liegen im Bereich von 9.400 bis 9.600 Punkten. Das heißt, erste Short-Position, wenn überhaupt, im Bereich der Tages-EMA 200. Ansonsten pendelt er mehr oder weniger zwischen 9.100 und 9.260 Punkten umher. Nicht wirklich interessant, vor allem auch viel schwächer als die amerikanischen Indizes. Wenn wir da mal einen Blick auf den marktbreiten S&P 500 werfen, dann ist der ja nicht ganz so stark gefallen wie der DAX, beziehungsweise die Korrektur in den amerikanischen Indizes fiel deutlich schwächer aus. Aktuell ist es hier so, dass wir der Situation durchaus mit Skepsis begegnen müssen, das wollte ich sagen, da wir hier zwar immer noch das bullische Momentum haben, aber viel zu viele Widerstände auf dem übergeordneten Tageschart. Also konkret meine ich die 1950 und die 1960er Marke. Das war hier dieses Durchbruchsniveau. Da begann letztendlich wirklich die Korrektur und letztendlich da entstand auch richtig dynamisches Momentum, sodass wir jetzt zwar immer noch hier leicht bullische Tendenzen untergeordnet haben, aber übergeordnet ist das, wie gesagt, hier bislang lediglich die Korrektur. Und solange wir unter 1960 Punkten im S&P pendeln, erwarten wir da eher Rückschläge. Die Situation hält sich eher auf oder erst dann besser gesagt auf, wenn wir über 1960 Punkte ansteigen können. Ansonsten droht schlichtweg Korrekturgefahr. Zwei, drei interessante deutsche Basistitel habe ich Ihnen wieder mitgebracht. Zum einen hier die Bayer, hatten wir ja durchaus das einem oder andere Mal hier schon im Video besprochen. Und was mir persönlich gut an dem Setup gefällt, ist, dass wir hier eine wichtige Tagestrendlinie ausgehebelt haben, darüber die Tages-EMA 200. Und der Short grundsätzlich würde mir hier zusagen unter der 94er Marke. Allerdings wäre ich auch bereit, eine Long-Position aufzubauen, nämlich dann, wenn er diese Korrektur, die er aktuell macht, bullisch nach oben aushebelt. Das wäre auch möglich. Das heißt hier letztendlich, wenn er über die 98,50er Marke ansteigen könnte. Das heißt aktuell hier Bayer gefangen zwischen zwei Marken, sage ich mal. Short wird es interessant unter der psychologischen 94er, dann mit Kursziel im Bereich der 90er und Long wird es nochmal über 98,50 interessant. Bayersdorf hatten wir auch schon häufiger besprochen, da kommen wir auch nochmal auf einen Chart drauf hin. So, wenn man sich den Tageschart ansieht, wird man da erstmal vermutlich nichts Außergewöhnliches feststellen, aber hier ist mal wieder der Wochenchart entscheidend und da ist es durchaus sehr interessant, was wir hier sehen, nämlich die 63,8er Marke, die war hier immer wieder, beziehungsweise man muss es genau zeichnen, 63,42 ist es in dem Fall, die hat hier immer wieder zu Abprallern geführt. Momentan bilden wir hier so eine formschöne SKS-Top-Formation aus und die Nackenlinie davon liegt im Bereich oder im unteren Bereich der 63,42. Fällt diese Marke, sollte die Bayersdorf-Aktie eine rapide Korrektur einleiten. Noch hat sie die Möglichkeit, sich leicht zu stabilisieren, solange das Level nicht gebrochen wird. Aber letztendlich warten wir hier, legen uns da den Alarm rein und Moment, da kommt er auch schon und warten im Prinzip, ob er dieses Setup tatsächlich triggert. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was das übergeordnete Chartbild angeht, was natürlich untergeordnet dann auch eine Rolle spielt. Das zum Thema Bayersdorf. Dann haben wir noch, was habe ich mir noch auf der Liste aufgeschrieben? Continental, genau, interessanter Wert aktuell, denn eine mögliche Topformation steht hier im Raum. Aktuell läuft er hier in so einer Art Dreieck, beziehungsweise hat dieses Dreieck mehr oder weniger schon verlassen. Und wenn man sich das so anguckt, dann interessiert mich vor allem jetzt der Short als auch natürlich der Durchbruch unter dieses Momentum-Tief. Auch sicherlich ein Trade hier Short unter der 148,62er Marke. Weil dann haben wir so gesehen, das Ausbruchstief erneut bestätigt und sollten weiterhin fallen. Also hier der Short über unter 148,62.
Ein Long kommt aktuell nicht in Frage. Möglicherweise, wenn wir hier das Dreieck wieder bullisch nach oben aushebeln, aber das ist erst im Bereich der 170er-Marke. Daher ist momentan nur die Short-Variante noch übrig. Groupon, hier auch ein US-amerikanischer Wert, aktuell in einer sehr engen Seitwärtsspanne, konsolidiert hier momentan. Und was natürlich da auffällig ist, ist zum einen hier dieser horizontale Widerstand und natürlich hier der untere Supportbereich. Und aktuell pendelt er hier mehr oder weniger seitwärts mit dem vorherigen bärischen Momentum. Alles in allem wäre natürlich hier auch ein untergeordneter Ausbruch nach unten unter die 5-Dollar-Marke sehr, sehr interessant. Wir sollten dann ein Kurspotenzial haben aus dem Wochenchart, weil da nicht mehr viel ist, was ihn aufhält, von locker 1 bis 2 Dollar. Das ist prozentual gar nicht mal so wenig. Also Groupon hier und dann letztendlich noch Martell zum Abschluss. Martell gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Eigentlich das beste Setup des heutigen Videos. Warum? Nun schauen wir uns erstmal den Wochenchart an. Wir befinden uns in einem übergeordneten Durchbruchspunkt hier der 34,80er-Marke. Das heißt, der Wochenchart bestätigt hier erstmal prinzipiell die Analyse, die wir gleich noch folgend aufbauen werden, nämlich einfach der Short-Durchbruch. Wenn man sich hier den Tageschart anguckt, dann weiß man schon so ungefähr, wo wir uns jetzt befinden. Und dieser Ausbruch hier aus der Seitwärtsphase, und das sieht man dann natürlich am schönsten hier in der untergeordneten Stundenansicht, wäre natürlich auch ein hervorragender Short unter diesem Widerstandsbereich. Aktuell aus Short-Perspektive. Ja. Wir könnten Erholungstendenzen sehen über 36. Allerdings aufgrund der übergeordneten Situation ist es prinzipiell eher sinnvoller, sich auf die Short-Position zu konzentrieren. Denn in dem Fall ist es so, dass wir hier mit dem übergeordneten Trend eher die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite haben. Und nicht gegen mögliche Korrekturen im übergeordneten Chart antraden müssten. Ja, oder beziehungsweise das Risiko davon ist sehr, sehr hoch, dass da auch dann mal die Korrektur hier eingeleitet wird von der heftigen Abwärtsbewegung. Die kann ja hier auch entstehen, das darf man nicht vergessen. Was mir noch ins Raster gegangen ist heute für den Abschluss, ist der US-Dollar-Schweizer-Franken. Da gibt es zwei Marken, an denen man sich orientieren kann für mögliche Long-Einstiege. Das ist zum einen der Bereich hier dieser Tages-EMA 200 inklusive der herabfallenden Trendlinie im Bereich der 0,8988. Ich würde aufrunden, psychologische 0,90er-Marke. Und letztendlich befinden wir uns gerade hier in der Korrektur 0,9030, 0,90 aktuell nach auf der Unterseite und 0,9114 auf der Oberseite. Da wäre nochmal die Long-Position interessant nach dem Bruch dieser Korrektur, also sollten wir über 0,9120 ansteigen können. Das war's von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Wir hören uns morgen Mittag wieder. In diesem Sinne sage ich Good Trades, einen schönen Tag noch und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.